Meine Lieben, heute machen wir zusammen wunderbare Blaubeer-Zimtschnecken mit einem traumhaften Cream Cheese Frosting obendrauf. Das Rezept ist nicht ganz unaufwendig und es gibt ein paar Schritte, die man befolgen muss. Aber ich verspreche euch, spätestens beim Dreibeissen werdet ihr wissen, dass sich wirklich jede Sekunde gelohnt hat. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unter dem Video oder ganz am Schluss des Clips. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass beim Backen. Das ist schon mal das Mehl für den Teig. Hier bröckle ich Hefe drin. Dann kommt Zucker, Salz und Zimt dazu. Die Flüssigkeit, die ihr hier seht, das ist eine lauwarme Buttermilchmischung. Und die genauen Mengenangaben seht ihr natürlich im Rezept. Die tue ich noch beigeben. Sollte der Teig jetzt noch zu trocken sein, dann könnt ihr einfach noch ein bisschen lauwarmes Wasser nachschütten. Und sobald der Teig zusammen hat, tue ich immer 5 Minuten von der Küchenmaschine durchkneten. Jetzt nur noch mit einem Tüchchen bedecken und für etwa 60 bis 90 Minuten an einen ruhigen, warmen Ort stellen. Für die Blaubeersoße kann man entweder gefrorene oder frische Beeren nehmen. Die koche ich mit Zucker und ein bisschen Wasser aufkochen und 10 Minuten köcheln. Nach diesen 10 Minuten, die sieht die Konsistenz an, habe ich das Ganze püriert. Und damit die Soße noch ein bisschen dicker wird, kommt jetzt noch ein bisschen Maizena zusammen mit Wasser gemischt rein. Und das Ganze wird noch einmal etwa 3 bis 4 Minuten köchelt. Und schaut mal, jetzt ist sie schön dick geworden, so richtig sirupartig. Die Soße muss jetzt vollständig auskühlen. Für den zweiten Teil der Füllung tun wir nur die Butter mit dem Philadelphia Zucker und dem Zimt zusammen kurz schlagen. Dann kommen 6 Esslöffel von Blaubeersoße dazu und schauen mal, wie schön sich die Farbe jetzt verändert. Ganz wichtig sind auch die gemahlenen Haselnüsse, die neu gerührt werden. Einerseits wegen dem Geschmack und der Konsistenz beim Essen, aber die Haselnüsse bewirken auch, dass man die Rolle besser formen kann, weil sie mehr Griff hat nachher. Jetzt wird der Teig ausgewählt und damit das besser funktioniert, tue ich ein bisschen Rohrzucker und Mehl auf die Arbeitsfläche. Der Teig zu einem Rechteck von etwa 50 auf 40 cm auswallen. Und dann die Mischung gleichmässig darauf verteilen, überall bis an den Rand raus, ausser bei der oberen Längsseite, dort lasse ich 1 cm frei, damit die Rollen nachher besser zusammenheben. Und jetzt den Teig von der unteren Längenseite her so satt wie möglich zusammenrollen. Und das geht eben dank der Haselnüsse viel besser. Und tatsächlich, ich arbeite mit einem Meter, weil ich sonst die Scheibenrollen nicht gleich gross herbekomme. Ich mache 10 Stück davon und setze sie in eine gefettete Springform. Die Schnecken sollten jetzt noch einmal etwa 20 Minuten ruhen und in dieser Zeit kann man den Backofen auf 160 Grad Heißluft vorheizen. Und dann werden die Schnecken in der Mitte des Backofens so ca. 28 bis 32 Minuten gebacken, je nach Backofen. Zum Schluss kommen wir noch zum feinen Frosting. Hier dafür die geschmolzene Butter mit dem Philadelphia und der Milch schon mal verrühren. Wichtig, arbeitet mit einem Schwingbesen, dann seht ihr nämlich die Konsistenz am besten. Zum Schluss den Butterzucker einrühren. Und wenn das Frosting noch etwas flüssiger wird, einfach noch ein bisschen Milch dazugeben. Die Zimtschnecken sind fertig, die habe ich etwa 10 Minuten auskühlen lassen, sie sind also noch lauwarm. Jetzt nehme ich sie aus der Springform und im lauwarmen Zustand das Frosting drauf verteilen. Wow, das sieht wunderbar aus. Jetzt noch ein bisschen von der Beerensauce drüber. Wer möchte, kann noch ein paar Blaubeeren zur Garnitur drauf tun. Unsere Blaubeer-Zimtschnecken sind fertig und die schmecken wirklich im lauwarmen Zustand am allerbesten. Aber kalt geht es natürlich auch. Geniesst es!